Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht hier einiges an Werkzeugen, die von der letzten Montage, vom letzten Gebrauch dreckig sind. Und in diesem Video will ich euch hier drei Reiniger zeigen. Einmal dieses Isopropanol habe ich euch schon mal gezeigt. Dann gewöhnlichen Glasreiniger, den man überall kriegt. Und Kaltreiniger. Und kurz mal auf die Besonderheiten und Features der einzelnen Reiniger eingehen. Was die für Vor- und Nachteile haben. Das sind also Elektrogeräte, die habe ich euch auch schon gezeigt. Die sind relativ dreckig jetzt nach dem Gebrauch einfach. Und im Prinzip machen alle drei Reiniger sauber, aber doch mit etwas Unterschied. Ja? Also ich fange vielleicht mal mit dem Alkohol an, mit dem Reinigungsalkohol. Der macht relativ sauber, ist ein guter Kleberentferner, aber hier auf so Kunststoffflächen, so richtige Verölungen, sage ich mal, die so ins Kunststoff reingehen, sind damit schwierig. Die verwischt man damit mehr, das hebt er nicht so raus. Das ist ein sehr guter Löser für Lacke, Fette und sowas. Aber für sowas, was so richtig eingezogen ist, ist nicht so geeignet. Das kriegt man mit Kaltreiniger besser ab. Ich zeige es euch einfach mal immer am besten. Dann seht ihr, was ich meine. Also, man kriegt mit allen Reinigern die Geräte sauber, aber unterschiedlich gut. Ja, also wenn ich jetzt das Gerät hier nehme, wird das schon wieder sauber, das ist kein Problem. Ihr seht das schon, aber so ein bisschen tue ich das einfach nur verreiben. Ich kann das nicht ganz komplett tief lösen. Ja, und was jetzt auch ist, ist, dass hier dieser Alkoholfilm drauf ist, so ein bisschen. Und das natürlich nach Alkohol riecht. Ist jetzt nicht nachteilig, aber dieser Alkohol beim Trocknen trocknet die Oberfläche etwas aus. Das mag ich nicht so gerne. Also der Vorteil ist hier ganz klar, fangen wir mit Vorteilen an, löst gut klebende Sachen. Ja, das geht auch jetzt sauber. Soweit, Öle löst er auch. Und er macht gut Sachen fettfrei, um eben was drauf zu kleben oder um die zu lackieren. Dafür ist er gut geeignet. Für richtig grobe Verschmutzungen zu entfernen ist er nicht so gut geeignet. Und die Oberfläche wird etwas ausgetrocknet. Dann der gewöhnliche Glasreiniger. Nehmen wir mal was anderes hier. Nehmen wir mal das Gerät hier, was auch hier verstaubt ist. Sprühen wir einfach mal drauf. Man sieht schon, was ich als Nachteil empfinde, gerade so zur Reinigung, der schäumt ziemlich. So, jetzt kann ich hier auch wischen, geht auch weg, das meiste. Also er hat auch eine gute Reinigungswirkung. Im Vergleich zur Preis-Leistung ist er der beste. Kostet ja ungefähr nichts, so ein Glasreiniger. Gibt es in jedem Supermarkt. Und der trocknet die Oberfläche auch nicht so aus. Problem ist, wie gesagt, dass ihr nicht zu viel drauf sprühen dürft, weil der eben sehr, sehr schäumt und das dann alle möglichen Ritzen reinzieht, was bei Elektrogeräten nicht so gut ist unbedingt. Vorteil auch, der trocknet die Oberfläche nicht aus, die glänzt hier sogar schön, kriegt es relativ sauber, perfekt sauber noch nicht, ja. Also hierzu kriegt es relativ gut sauber, perfekt nicht. Er entzieht der Oberfläche, sage ich mal, keine Feuchtigkeit, der trocknet das, den Kunststoff nicht aus. Nachteil ist aber, dass er meistens schäumt ziemlich und dass er sehr flüssig ist und überall reinzieht und dass man relativ schnell wischen muss und dass der von sich aus keine sehr hohe Lösekraft hat in Ölen und so. Also da muss man dann schon reiben. Ja? So viel dazu. Und für sowas hier, für diese Art von Verschmutzung, Öl auf Kunststoff, ist hier dieser Kaltreiniger, mein Lieblingsreiniger. Nehmen wir mal ein neues Tuch. Der hat den Vorteil, dass er wirklich komplett tiefenreinigt und das Öl rausholt und auf dem Material der macht wirklich komplett sauber, so einen leichten Ölfilm hinterlässt. Ja, also der hat eine extrem hohe Reinigungskraft, ist der Vorteil. Er hinterlässt so einen Ölfilm, das heißt, er trocknet das nicht aus. Was ein
Nachteil ist für Sachen, wo ihr es nicht haben wollt, ja. Dafür ist das vielleicht ein Nachteil. Also es bleibt definitiv hier so ein leichter Schmierfilm drauf. Da müsstet ihr jetzt mit dem Isopropanol nochmal hinterhergehen, dann wäre das runter. Dann wäre das komplett glatt. Aber ich sag mal so, für Kunststoffe, Schraubenziergriffe, ja, das ist jetzt nicht so, dass ihr hier abrutscht. So ölig ist das nicht, ja. Aber das ist von allen drei Reinigern noch die, die Oberfläche ist noch am behaftetsten von, vom Reinigungsstoff. Und ihr seht es ja auch am Glänzen. Aber wie gesagt, das ist für diese Anwendung mein Favorit. Entschuldigung, also hier sind nochmal die drei. Also Preis-Leistung, haben alle ihre Vorteile, wie gesagt, keine Frage. Preis-Leistung, absolut hier Glasreiniger, 79 Cent oder so kostet so eine Flasche. Kann man wirklich, kriegt man echt viel, viel mit ab. Ja, der ideale Werkstattreiniger ist der hier, finde ich, wenn ihr viel mit Ölen und sowas arbeitet, von Schraubenziehern abzukriegen, eigentlich von jedem Werkzeug abzukriegen. Und der hat einen leichten Fettfilm, das heißt, die Gummigriffe vom Schraubenzieher werden noch ein bisschen gepflegt. Und der hier ist ideal, wenn ihr Flächen wirklich fettfrei haben wollt, vorbehandeln wollt, für zum Beispiel, wenn ihr was draufkleben wollt oder wirklich blank reinigen wollt fürs Lackieren. Ich zeige euch nochmal kurz hier so einen angesprochenen Schraubenzieher, wenn die Kamera denn stehen bleibt. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt, glaube ich. Das sind so meine Lieblingsschraubenzieher von Vera. Der ist jetzt extrem dreckig. Jetzt nehme ich einfach hier diesen Lappen, der ist auch noch leicht rötlich, von dem Reiniger und ziehe den da ein bisschen durch. Hat halt eine extrem hohe Fettlösekraft und Öllösekraft. Und da kommt halt wieder ein ganz anderer Schraubenzieher zum Vorschein. Will man fast sagen. Also der ist dann wieder wirklich original. Und so wie ihr glänzt, seht ihr jetzt, der ist leicht geölt. Ähnlich geölt wäre er bei dem Glasreiniger. Ich zeige es euch jetzt nochmal mit dem Isopropanol, was ich meine mit, dass die Oberfläche komplett, ja quasi der Oberfläche das Fett genommen wird. Ich mache jetzt hier an das Tuch Isopropanol und jetzt gehe ich über den gleichen drüber. Also das Isopropanol soll das natürlich auch machen, das soll ja fettfrei machen, ja. Also, aber nur, dass ihr es nochmal gesehen habt, also wenn das Isopropanol jetzt hier runter trocknet, dann wird er nicht mehr so glänzen. Es braucht einen Moment, bis es nicht mehr so glänzt, beziehungsweise bis es getrocknet ist. Kann es auch mit dem Tuch nachwischen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass das Grün nicht mehr so strahlt. Jetzt seht ihr es schon. Das Grün funkelt nicht so und hier diese Flächen trocknen halt aus. Es sieht halt wirklich so aus, als ob er austrocknen würde, dieses Kunststoff, ja. Und dafür ist halt dieser Kaltreiniger für sowas prädestiniert, finde ich. Ja, schreibt gerne eure Erfahrung drunter und kommentiert das gerne fleißig. Und gebt mir noch Tipps, was ich hier noch verbessern kann. Und ich werde jetzt noch den Rest von diesem Werkzeug hier reinigen. Das meiste, wie gesagt, hiermit, weil das Kunststoffgriffe sind, die einen leichten Ölfilm vertragen können, meiner Meinung nach. Und ansonsten gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.